Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, die einrichtungsbezogene Impfpflicht mit der erklärten Zielstellung des Fremdschutzes, in diesem Fall des Schutzes der zu betreuenden Patienten, ist krachend gescheitert und muss umgehend wieder zurückgenommen werden. Im gestrigen Gesundheitsausschuss stellte ich nachfolgende Frage ans Ministerium und Robert-Koch-Institut und auch ans Paul-Ehrlich-Institut. Gibt es eine Studie, mit der nachgewiesen werden konnte, dass ungeimpfte Mitarbeiter in den Gesundheitsberufen mehr Patienten mit Corona infizieren als vollständig geimpfte Mitarbeiter? Vom Ministerium und von RKI gab es nur ein ganz kurzes Nein als Antwort. Vom Paul-Ehrlich-Institut erhielt ich überhaupt keine Antwort. Professor Wieler äußerte in der nächsten Runde noch den Satz, es gäbe da eine Modellierung und die würde das wohl irgendwie nachweisen können. Eine Modellierung? Da draußen gibt es doch echte Menschen in den Gesundheitsberufen, die seit über 2 Jahren mit und ohne Impfung tagtäglich ihren Job machen. Und deshalb müsste es doch möglich sein, dass in Vorbereitung dieses Gesetzes über eine einrichtungsbezogene Impfpflicht ein Beweis vorgelegt wird, dass die ungeimpften Pflegekräfte für ihre Patienten eine größere Gefahr der Ansteckung mit Covid-19 darstellen als die geimpften Mitarbeiter. Und Sie ahnen es vielleicht schon, diesen wissenschaftlichen Nachweis gab und gibt es bis heute nicht. Und ich sage Ihnen auch, warum das so ist. Weil in diesem Haus immer noch alle Entscheidungen zum Thema Impfen unter einem falschen Narrativ aus dem Jahr 2020 getroffen werden. Bei den allermeisten Kolleginnen und Kollegen hier steht immer noch wie in Stein gemeißelt, die Impfung sorgt für eine sterile und lebenslange Immunität. Wir wissen aber heute, dem ist nicht so. Und deshalb muss unser gesamter Umgang mit Covid-19 und die Bewertung der Impfung endlich neu gedacht werden. Und die Bewertung der Impfung, die neuen Impfstoffe, was sie nicht leisten können, was man uns Ende 2020 vollmundig versprochen hat, diese Impfungen dienen im günstigsten Fall dem Eigenschutz. Und deshalb ist durch die Impfpflicht in den Gesundheitsberufen das eigentlich angestrebte Ziel, der Patientenschutz, nicht erreichbar. Und da gibt es noch ein Problem, meine Damen und Herren. Nicht nur, dass die Impfstoffe nicht die gewünschten Wirkungen entfalten. Sie entfalten auch noch Wirkungen, die nicht gewünscht sind. Ich empfehle allen Vertretern der Glaubensgemeinschaft, diese Impfung ist nebenwirkungsfrei. Den gestrigen MDR-Bericht, Impfkomplikationen, mehr schwere Nebenwirkungen als gedacht, anzuschauen. Schauen Sie sich den Bericht an. Nach einer Studie von Professor Harald Mattes aus der Berliner Charité können schwere Nebenwirkungen bei 0,8% aller Geimpften auftreten. Das wäre jeder 125. Sollten diese Studienergebnisse eintreten, meine Damen und Herren, dann stehen wir vor dem größten Medizinskandal Deutschlands. Und eine Beibehaltung der Impfpflicht für die Gesundheitsberufe wäre unverantwortlich. Nachfolgend noch eine kleine Geschichte für die Vertreter, die diese einrichtungsbezogene Impfpflicht so toll finden. Stellen Sie sich vor, Sie kommen in ein Krankenhaus, hatten einen Unfall und nach 1,5 Stunden Wartezeit fragen Sie vorbeihuschende Schwester, wer sich denn irgendwann mal um Sie kümmert. Und dann lautet die Antwort, dass die eigentlich diensthabende, hervorragende Notärztin seit gestern ein Betretungsverbot hat. Und dann wird auch Ihnen schlagartig klar, dass eine Stimme für die einrichtungsbezogene Impfpflicht eine richtig, richtig schlechte Idee war. Und nein, ich wünsche niemandem ein solches Erlebnis. Aber manchmal hilft ja eine persönliche Erfahrung beim Erkenntnisfortschritt. Sehr geehrte Damen und Herren, das Klatschen von den Balkonen ist verstummt. Es wurde daraus eine Impfpflicht für die Gesundheitsberufe. Und wer dieser Pflicht nicht nachkommen will, auf den warten jetzt Betretungsverbote und Verlust der beruflichen Existenz. Ich möchte Sie vielmals bitten, lassen Sie uns die persönlichen Entscheidungen der Pflegekräfte da draußen, egal ob pro oder contra Impfung, akzeptieren.
beenden wir die bis heute anhaltende, ungerechtfertigte Ausgrenzung der ungeimpften Mitarbeiter. Sie alle haben unseren Respekt verdient. Denn wir brauchen jeden Einzelnen, weil wir viel zu wenige von ihnen haben. Vielen Dank.